Herzlich willkommen zu MusoTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei MusoTalk angecheckt. Und heute ist bei mir im Studio der Gunnar Seitz. Hallo Gunnar. Hi Eric. Hey, ich habe dir Auftrag ja mitgegeben. Und zwar, du solltest für MusoTalk mal den Pod X3 anchecken. Ganz großer Auftrag, ja. Ja, weil ich habe mir gedacht, jemand, der wie du wirklich regelmäßig auf der Bühne steht, sein Brot mit dem Gitarrenspielen verdient, der kann uns doch mal irgendwie mal einen praxistauglichen Bericht über den Pod X3 geben. Ja, ich versuche mein Bestes. Aber spiel doch erstmal. Ja, lass uns mal, wie das Ding so klingt. Pod X3 in Action hören. Genau. War das jetzt ein fertiges Preset oder hast du dir das selber zusammengebastelt? Ich habe das selber zusammengebastelt. Also ich gebe zu, ich habe schon ein bisschen damit gespielt und ich wollte gucken, ob man aus so einem neuen digitalen Gerät auch so einen alten, sage ich mal, warmen Sound rauskriegen kann, so einen Vintage-Sound. Und ist dir gelungen? Ich denke ja. Also okay. Ich war zufrieden. Du hast ihn dir mal genau angeschaut. Was macht denn so ein Pod X3 alles? Was wird denn so versprochen? Ja, also Line 6 verspricht sozusagen, wie man sprichwörtlich so sagt, die eierlegende Wollmilchsau, dass du in einem Gerät quasi alles machen kannst. Du kannst Gitarren damit aufnehmen, live das Ding benutzen, du kannst Bass einspielen, live benutzen und sogar noch für die Sänger ist auch noch was mit eingebaut. Wollen wir uns mal gerade angucken, wie man das Ding überhaupt so anschließt? Ja. Und was es eigentlich ist? Man muss ja erstmal auch noch mal kurz erklären, es ist im Prinzip Gitarrenverstärker-Simulationen und Gitarren-Lautsprecher-Simulationen für die Leute, die eben zu Hause die Gitarre spielen wollen, aufnehmen wollen zu Hause und es vielleicht, da werden wir nachher noch mal drüber reden, vielleicht sogar bei einem Gig benutzen. Ja. Also wir haben hier Output, ne? Okay, hier geht die Gitarre hier vorne rein. Was ist denn das hier, ein XLR-Anschluss? Kann man da jetzt vielleicht auch ein Mikrofon anschließen? Natürlich, für die Sänger. Wie gesagt, es ist ja auch für Sänger geeignet. Du hast hier einen regelbaren, durch dieses kleine, einen regelbaren XLR-Eingang. Ah, oh, tatsächlich. Und wofür Mikrofon. Ist der, das ist digital, nehme ich an. SPD. Digital, genau. Okay. Hier kann ich, das sieht so aus, als würde ich dann Netzwerkkabel einstellen. Kann ich damit auch ins Internet gehen? Das würde noch fehlen, oder? Ja, ja. Nee, also hier kannst du so ein Pedal zusätzlich anschließen. Da ist ja auch natürlich auch ein Wawa-Effekt drin. Und natürlich brauche ich, um einen Wawa-Effekt zu machen, ein Pedal. Das schließe ich dort an. Super. Und das kennen wir natürlich, unser Lieblings-USB-Anschluss, um das nochmal an den Computer anzuschließen und super schnell damit zu agieren. Okay. Und ist natürlich nicht bus-powered über USB, sondern braucht immer ein Netzteil, ne? Gehe ich mal von aus. Genau. Gut. Ja, und dann hätten wir hier als letztes vielleicht noch den Kopfhörerausgang. Wichtig für die Leute, die zu Hause üben wollen, Kopfhörer ran und... Absolut. Das ist ja auch so der Stichpunkt eigentlich. Zu Hause üben, dafür braucht man eigentlich so ein Ding, weil man sich kein Amp oder so hinstellen kann. So, erklär doch mal, wie das ganze Ding zu bedienen ist. Ich meine, sieht ja relativ solide aus. Hab ich auch hier schon mal angefasst. Sieht ein bisschen plastikmäßig aus, fühlt sich aber trotzdem wertig an. Und das gilt meiner Meinung nach auch ganz besonders hier für die Regler. Die laufen ja wirklich smooth. Also es ist Metallgehäuse. Es ist angenehm schwer, sage ich mal. Man hat nicht so den Eindruck, dass es so billig gemacht ist. Ja. Die Regler sind auch, also die gehen nicht zu leicht und nicht schwer. Man hat so ein angenehmes Gefühl, als würde man an einem Gitarrenverstärker die Regler drehen. Die sind auch ein bisschen ähnlich gemacht. Und es ist auch schön, dass es im Endeffekt selbsterklärend ist, was hier passiert. Man hat ähnlich wie auf dem Gitarrenverstärker die Sektion hier, Drive, klar, Verzerrung, simuliert quasi die Vorstufe, Bass, Mitten, Höhen, nochmal zusätzliche Höhen, Presence-Regler, Reverb, Hall. Dann hat man hier noch Tone-Volume, wenn man jetzt, haben wir noch gar nicht gesagt, man kann ja hier damit zwei Amps sozusagen simulieren, gleichzeitig so, als hättest du auf deiner Bühne zwei Amps und du kannst damit die Lautstärke des einen oder des anderen Amps regulieren. Aha. Und dann hast du hier noch die Hauptlautstärke sozusagen, falls du zwei Amps hast, wie laut diese beiden. Wofür sind jetzt hier diese kleinen Drehreglerchen noch? Also du hast hier unten nochmal eine Leiste, ganz unten. Da ist es eigentlich auch wieder selbsterklärend. Ganz links steht jetzt User, also wir sind sozusagen jetzt im User-Preset, was ich selber programmieren kann. Okay. Man kann ja hier mal ein bisschen drehen. Low-Gain, High-Gain,
Effekte, Songs. Also, und hier der zweite, weil ich ja ein Dual-Setup sozusagen habe. Okay, hast du gleich gemacht. Ja. Hier regle ich erster Sound, zweiter Sound oder will ich beide Sounds verändern. Ah, okay. Und dann hier mit hier oben kommen wir gleich noch dazu. Das sind also alle die speicherbaren Parameter, die ich hier mit diesen Drehreglern drehe. Genau. Okay. Also im Endeffekt, ich habe erstmal versucht, das Ganze ohne Bedienungsanleitung zu machen. Ja. Einfach, wie fühlt sich's an? Und man kommt sehr schnell rein. Also nach 10 Minuten konnte ich mit dem Gerät schon umgehen. Alles klar. In Kinderschuhen. Was ich jetzt von dir hören möchte, sind die drei klassischen Gitarrensounds. Den typischen Fender-mäßigen Clean-Sound, dann ein bisschen gecrunched und dann noch was richtig Heftiges. Und da hast du mir in dem Vorbericht schon erzählt, dazu musstest du schon mal selber Hand anlegen. Also so einfach nur Presets aufrufen und gleich funktioniert alles so hundertprozentig, ja. War jetzt für dich nicht so. Ja, also gerade das, was ich im Kopf hatte, was für mich immer der Test ist für jeden Modeling-Amp oder jedes Modeling-Gerät, diesen warmen Sound, da musste ich dann schon suchen. Also ich kann jetzt mal so klassische Clean-Crunch-Heavy-Sounds. Ich suche die mal her. Alles klar. Also man wird sehr leicht fündig in der Sektion Songs, klassischer Clean Sound. Sultans of Swing hat mir ganz gut gefallen. Okay. Den suchen hast wir mal. Hast du dann quasi an dem Preset noch ein bisschen rumgebastelt? Du hast ihn verändert, du hast einen genommen und hast dann gesagt, ich drehe noch was rum. Für meinen eigenen Sound. Hier, den würde ich fast so stehen lassen, also okay. Als klassischer Clean Sound. Ob das jetzt mit Sultans of Swing was zu tun hat, das mag der eine oder andere für sich selber dann alles klar. Entscheiden. Oh, sehr, sehr schön. Klassischer ja. Clean Sound. Tatsächlich. Dann, wir wollten ja Crunch noch haben. Ja, ja, immer schwer. Cream, Eric Clapton, Sunshine of Your Love ist einprogrammiert. Wieder ein Preset oder selber dran rumgeschaut? Wieder ein Preset erstmal. Okay, na, dann sind doch die Presets doch vielleicht nicht ganz so schlecht. Um die klassischen Sounds, da haben sie sich schon Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Okay. Aber kann man nicht sagen. Ja. Und dann High Gain brauchen wir natürlich auch. Wir drehen hier unten mal auf High Gain. Okay, High Gain. Und einer, der heißt, der hat den schönen Namen Chunk Chunk. Okay. Den fand ich auch wirklich, der wird seinem Namen gerecht. Der okay. Macht seinem Namen alle Ehre. Jetzt haben wir doch schon einen der Vorteile von so einem Modeling-Effektgerät kennengelernt. Ja. Wir stellen nämlich einfach nur mal ganz schnell um und haben wirklich einen komplett anderen Sound. Ja. Okay. Ich brauche keinen neuen Amp dafür. Ich drehe hier jetzt für uns einfach mal nur die Presets. Ich drehe mir ein anderes Preset her, habe einen komplett verschiedenen Sound. Und wie sieht es denn jetzt aus? Darf ich da jetzt mal, während du spielst, hier an den Drehreglern drehen und einfach mal zu hören, ob denn... Natürlich. Ich kenne das von richtigen Amps. Manche, da passiert fast gar nichts, wenn man an der Klangregelung dreht. Und andere kann man schon wirklich am Sound was drehen. Und ich nehme nochmal unsere Song-Presets. Ich denke mal, man hört es sehr gut bei Sunshine of Your Love. Gehen wir nochmal zu denen zurück. Und dann darfst du mal nach Herzenslust einfach da hier rumdrehen. Okay, machen wir. Der Tonregler, der macht ganz schön was her. Das ist jetzt im Endeffekt... Der zweite Amp sozusagen, oder? Ja, für uns ist es jetzt einfach unsere Hauptlautstärke. Natürlich. Ah, okay. Ich habe nur einen, man sieht es hier, nur einen Sound eingestellt, also ist jetzt unser Tonregler unser Master. Alles klar. Okay, alles klar. Hast du hier auch schon umgedreht? Ja, habe ich. Und das wollte ich nämlich jetzt als nächstes mal mit dir besprechen. Schwachstellen, ich meine, Modeling wäre ja toll, wenn das alles ersetzen würde, würden wir alle unsere Amps wegschmeißen, viel Geld sparen. Ich habe immer bei mir das Gefühl, dass gerade so diese Übergänge, wie ich übers Spiel so in die Verzerrung reingehe, dass das nicht immer so schön übertragen wird, dass er eher so stufig übertragen wird, ja. Bei einer Simulation, zum Beispiel bei Gitarik oder so. Was war jetzt hier für dich so das Gefühl? Kannst du mal probieren, einfach hier mit diesem Preset jetzt über die Lautstärke oder übers Spielen die Verzerrung zu regeln? Also ich kann dir nochmal den Sound, den ich damals eingestellt habe, der ist, glaube ich, ganz gut dafür geeignet, um das nochmal zu zeigen.
Man sieht, manchmal muss man auch relativ viel drehen. Ja. Also ich finde, man verliert sich da schon fast drin. Ja, also man kann sich stundenlang, habe ich auch gemacht, damit beschäftigen und an Details arbeiten. Okay. Also was ich hier hatte...